Herzlichen Glückwunsch! Heute am 19. Februar hat Irma oder Irmela Namenstag. Der Name Irma rührt von dem althochdeutschen Irmin oder Weltheer und Irma ist so im Median heutzutage 86 Jahre alt, also eher ein älterer Vorname. Warum feiern wir heute Namenstag? Das liegt an der Irmgard von Aspel. Irmgard, die ist ungefähr 1065 gestorben, die späteren Gräfin von Aspel, war auf der bei Wes im Niederrhein gelegenen Stammburg ihrer Familie geboren. Als ihre Eltern starben, begann sie, ihr Erbe an Krankenhäuser, Einrichtungen für Arme und Bedürftige zu verteilen. Sie veranlasste, dass in Rees die zerstörte Kirche wieder aufgebaut wurde, gründete ein Chorherrenstift und machte sich bald sogar auf eine Pilgerreise nach Rom auf. Ein Teil ihres Lebens zog sie sich zurück und lebte als Einsiedlerin. Während ihrer letzten Lebensjahre hielt sie sich in Köln auf, wo sie weiter als Wohltäterin wirkte. Ja, berühmte Irmgards oder Irms gibt es die Irm Hermann, das ist eine Schauspielerin, oder Irma Kraus, das ist eine Schriftstellerin, Autorin. Ja, weitere Informationen zu Namen findet man auch auf unserer App Namechecker. Die kann man im App Store runterladen oder auch bei Google Play. Und wie man Namenstage einsetzen kann, findet man auf unserer Webseite www.marancon.de/Namenstag. Herzlichen Glückwunsch heute am 19. Februar an alle Irmas.